Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty mit meiner ersten Staffel in der nun 12. Folge, die gestern ja nun alles andere als entspannt war, aber jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gefangen, offscreen wieder ein bisschen was gemacht. Bevor es aber darum geht, natürlich wie immer gibt es erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an den Sascha Henken. Der Sascha hat nämlich am 30.06.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber, du warst Nummer 530. Sascha verschwindet jetzt aber wieder und wir legen wieder los hier. Kleines bisschen habe ich da drüben mal ein, zwei Bäumchen gefällt. Ja, ein Baum eigentlich nur gefällt, habe die Schaufel vergessen, deswegen steht der Stumpf noch da. Und vor allem die Zweige mal entfernt. Mein Stroh habe ich eingesammelt und Baumstämme habe ich jetzt ein bisschen was bei. Und jetzt geht das los, dass ich überladen hier schon wieder lang schleiche. Denn ich habe etwas vor, mit euch zu bauen. Es dauert jetzt nur ein kleines bisschen, bis ich dahin komme, wo ich hin möchte. Habe ich den Hammer bei? Bitte sag mir, dass ich den Hammer bei habe. Nein! So, bleibt ihr auch liegen? Nope. Okay, ich bin schneller. Ich bin schneller als er. Ich schaff das noch. Ich will nur schon den Hammer holen, zurückrennen, die Holzstämme aufsammeln und dann bauen. Und ich habe gerade gesehen, mein Stroh liegt doch noch da. Mist. Hammer. Alle. Raus. Stroh. Zurück. Siehst du, ich wusste, ich bin schneller als du. Fällt mir ein, ich muss offscreen irgendwann mal sämtliche Bäume hier unten absuchen und auch unten die das Flussufer absuchen, ob da vielleicht meine Pfeile liegen, die ich hier schon verschossen habe, die einfach runterrollen. Jetzt bin ich noch schlimmer verladen als vorher. Aber egal, ich kann eigentlich hier schon anfangen. Nee, nicht hier. Gebäude. Produktion. Werkstatt. Oben rechts steht, wir sollen eine bauen. Und ich vermute mal, ich könnte mir wahrscheinlich dann doch dort die Sense herstellen, / Sichel. Für die Weizenaussaat. Ah ja, funktioniert. Wie ist das Gebäude beschaffen von Rampen her? Ah, gut, okay. Sollte ich die Rampe nach Möglichkeit wirklich schon so hinstellen, wie es mir vorgegeben wurde gerade? Gut, weiter rauszoomen geht gerade nicht. Will aber noch ein kleines Stückchen nach hinten. So, genau in diese Baumlücke rein hier. Ausrüsten, leg's auf die 1, weil die Axt brauche ich jetzt nicht. Ich habe keine Steine bei. Ich werde noch bekloppt. Seit wann brauchen die Gebäude alle Steine? Eieieiei. Wie viel? 10. Moment. Leg die Holzstämme mal bitte hier ab. Ja, nicht nur ein. Nee, nochmal. Ich krieg's irgendwann noch hin. Mann! Ich hab doch eh gedrückt. Ablegen. Ich mach das jetzt so. So, so. Schön da bleiben. Danke. Zum Glück liegen hier noch so viele. Sonst hätte ich zurücklaufen müssen und das dauert ja auch wieder ein bisschen. Und so sammle ich gleich noch mit auf und hab dann wieder geskillt. So. So, zwei noch. Da. Eins. Zwei. Am Verdursten ist er auch schon wieder. Oh, der arme Junge. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, ob das jetzt geht. Holzstämme. Kriegen wir hin. Oder auch nicht. Ach komm, ich mach die von hier unten rein. Wunderbärchen. Was brauchst du jetzt noch? Holzstamm. Achso, er will erst das Stroh reinlegen. Alles klar. Holz haben wir kaputt. Kein Problem. Wir haben zwei weitere. So. Oh, pro Seite. Ach je. Aber gut, ausreichend Stroh habe ich noch. Ich habe ja fleißig vorgeerntet. Ich hoffe nur echt, dass das jährlich nachwächst, das Zeug. Sonst habe ich irgendwann ein Problem. Jetzt fehlen mir zwei Baumstämme noch insgesamt. Aber das ist das kleinere Übel. Hab ja noch einige da liegen. Wow. Der Falke hat was gefunden.
so wie der gebrüllt hat. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt auch gut hören. Ansonsten nochmal kurz zurückspulen, lauter machen, mich ignorieren und hinhören. So, zwei Baumstämme, das ist doch ein Lacher, da kriegt er hin. Sagte er und verbrachte jetzt stundenlang damit, noch Material für Steinäxte zu suchen oder so. War nee, kein Thema. Hier liegt noch was. Nur einer? Schlimm. Moment, Durst. Nee, das war Ried. Das ist immer noch Ried. Jetzt trink da was, Junge! hab ich das gerade weggeschlagen? Auweia. So, ein Hüngerchen gibt's dann auch noch, aber darum kümmern wir uns dann erst zum Abendbrot. Nee, 10 brauchst du jetzt nicht. Ablegen. 9 Stück ablegen, hast du 2 im Inventar und die brauchst du noch. Aua! Spinnst du? Tut doch weh! Gut, sieht aus wie ihr wollt. Lassen wir so. Oh, langsam entsteht hier doch ein kleines Dörfchen, ne? Jetzt müssen bloß auch Leute hier wohnen. Oh. Das wird noch ein Spaß. Ich hoffe, ich habe wirklich richtig geskillt mit dem Romeo. Dass es halt nicht nur um die Dame des Herzens geht, sondern halt auch um Leute, die hier einziehen sollen. Ich darf hier herstellen aus Weiden und Holz. Ach ey. Einfache Fackeln, die ich auch schon vorher konnte. Richtige Fackeln, wo ich auf jeden Fall noch Technologie für brauche. Weidenkörbe. Diverser Arten. Eimer diverser Arten. Fiolen. Okay. Aus dem Brett. Na gut. Schalen und Teller. Und Becher. Ja. Was haben wir hier noch? Vase und Blume. Deko. Okay. Gut, Robin. Du kannst hier also schon mal nicht die Sichel herstellen. Verdammt! Was ich jetzt aber hier machen kann, ist die 100 Kilo nutzen, theoretisch, für das ganze Baumaterial, dass ich das nicht immer da hinten rumliegen lassen muss. Theoretisch. Jetzt soll es noch ein Materiallager sein. Gut, könnte ich auch das nehmen. Das Materiallager, habe ich mir überlegt, könnte ich jetzt hier vorne hinstellen, damit es am Ortseingang ist, mehr oder weniger. Und auch in der Nähe meines Hauses. Schauen wir mal, ob die jetzt hier noch reichen, aber die sollten reichen. Halt, nimm lieber Steine mit. Oder? Ach komm, da laufe ich jetzt doch lieber doppelt. Ein Materiallager soll es sein. Kommt sofort. Gebäude. Gewinnung. Ist es schon mal nicht. Ist es Produktion? Ist es auch nicht. Lager. Ja. Nehmen wir ein Lager für Materiallager. Ach du Heilige, ist das Ding groß. Hier passt es rein. Ja, dann so bitte. Obwohl, ist es durchlässig? Ist das durchlässig? Ja, nee, ist es nicht. Schade. Dachte schon wie die Scheune. Aber ist nicht der Fall. Dann lieber so. Hier am Ortseingang mehr oder weniger. So. Zack. Und diesmal keine Steine? Oh! Errungenschaft, kleiner Bauernhof. Ah, okay, bestimmt baue so und so viele Gebäude. Obwohl ich ja noch nicht mal fertig gebaut habe. Oh oh. Das war mein letzter Stamm, ne? Och nö. Ich gehe mal die Schaufel holen. Ich werde eh noch mehr Stämme brauchen. Schaufel, wo habe ich dich? Eine von vielen. Diese hier. Dann kriege ich schon mal instant einen Stamm da hinten aus dem Stumpf raus. Und dann werde ich noch die Ahornbäume hier drüben fällen. Oder auch direkt an der Baumstelle. Ja, an der Baumstelle, genau. Hm? An der Baustelle meinte ich natürlich dran. Ausrüsten auf die 2. 2 auch nehmen. Stumpf entfernen. Dann erstmal den einen Stamm hier reinprügeln und gucken, was wir dann als nächstes brauchen. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Stämme. Alles klar. Habe ich noch Steine im Inventar für eine weitere Axt? Ich befürchte nicht. Nee. Aber es liegen ja Steine hier rum. Dann geht das klar. Halt, du wolltest die hier wegmachen. Da machst du die jetzt auch weg. So. Den kannst du fallen lassen. In der Zeit kannst du den nächsten angreifen hier.
Achso, apropos. Habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt in der Vormoderation. Anmoderation, meinte ich. 19.04.22 ist gerade bei mir zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sollte also danach ein Update gekommen sein und du siehst das hier, wunder dich bitte nicht, wenn es bei mir noch nicht so ist. Den Seeadler habe ich gerade noch gehört. Bitte nicht auf die Baustelle! Danke. So, danach brauchen wir trotzdem noch einen Brunnen und ein Nahrungsmittellager. Obwohl ich das nicht so ganz verstehe, warum ich unbedingt einen Brunnen bauen muss, wenn ich doch am Fluss wohne. Aber okay. Es wird schon irgendwie seinen Sinn ergeben. So. Zerlegen wir die erstmal alle schön. Dann habe ich nämlich auch gleich wieder Stöcker und Federn im Inventar. Wunderbar. Das war daneben. Jetzt aber. Da fliegt da der Stolze. Diesmal lasse ich nur leben und ich bin so heilfroh, dass ich die nicht ausgelöscht habe. Weil doch die Markierung auf der Karte auf einmal grau wurde. Oh. So, das haben wir auch. Und der Junge muss echt lernen, wie man springt. So, du hast dich freiwillig gemeldet mitzukommen, finde ich gut. Aber erstmal so viel, wie ich tragen kann, bevor ich zu krass überlastet bin. Ne? Ah, jetzt fängt er schon an, ne? Okay. Machen wir erstmal weiter. Wo habe ich den Hammer? Nicht ausgerüstet. Hätte aber Sinn ergeben können. Nimmst du den erstmal auf die 3. Und schlagen wir erstmal hier die Baumstämme mit rein. Dann ist der Rahmen schon mal fertig danach. Sobald ich ausreichend Baumstämme drin habe. Ich hatte jetzt 4 Bäume gefällt, ne? Okay, das sollte reichen. Für den aktuellen Arbeitsschritt an Materiallager. Ne? Komm, die 2 kriegst du noch weg hier. Ne, das war ein Stock. So. Slow-mo. Ich krieg's noch hin. Ist ja schlimmer als bei Sky bei mir. So. Noch ein Holzstamm. Kriegst du. Jetzt will er erstmal Stöcke haben, okay. Warum der immer zuerst die kleineren nimmt, verstehe ich nicht. Weil eigentlich, rein von der Logik her, hätte ich gedacht, es muss erst der Holzstamm rein, der doch eigentlich die Halterung für die Stöcker sein wird. Aber gut, ich will jetzt nicht meckern, ne? Zum Glück habe ich ausreichend Stöcker momentan. Mal gucken, ob sie auch endgültig reichen. Und ich werde dann wahrscheinlich mein Stroh wiederholen müssen. Wenn ich es nicht schon im Inventar habe. Habe ich es im Inventar? Ich habe es im Inventar, gut. Schon wieder vergessen. Das ist so. Mit dem dicken Alten. Am Abend nach der Arbeit vorm Stream. Da ist er manchmal doch ein bisschen komisch, ne? Bist du mir doch die Baumstämme hier bitte? So. So. Und dann haben wir noch 4 auf Reserve. 5! 5 auf Reserve sogar. Indem ich dann die Baumstämme da ausgrabe. Die Stumpen. Ah, das ist schon wieder dunkel und ich habe nicht mit Baldwina gesprochen, verdammt. Aber wenn ich mit ihr spreche, sollte ich auch irgendwas mitnehmen, was ich verkaufen möchte. Deswegen denke ich mal, nächste Folge werden wir doch nochmal sehr viel jagen. Und dann will ich noch mehr von diesen kleinen Säckchen herstellen und die verkaufen gehen. Weil ich bekomme dann pro Sack 25 Gulden, Taler, wie auch immer. Das ist momentan gerade von dem, was ich gesehen habe, das Beste, was ich verkaufen kann. Und relativ leicht produzieren kann. Die Pelze kann ich noch schon aufheben für das Schneidern später. Das Fleisch brauche ich sowieso. Apropos, er muss noch was essen, der Junge. Na, außerdem skill ich bei der Jagd. Ja, auch wieder wichtig. Ja, vielleicht sogar noch in der heutigen Folge, weil ich sehe gerade, wir sind noch gar nicht so weit vorangeschritten mit der Folge. Ich habe irgendwie das so im Gedärm gespürt, es wäre später, aber es ist doch nicht. Hast erstmal noch alle Stöcker rein, die du hast. Nachdem der Holzhammer ausgetauscht wurde. Zack. Dann noch schnell die Schaufel schnappen, Holzstämme holen. So, nochmal 1, 2, 3 Holzstämme. Ui. Ich muss noch mehr Bäume fällen. Ach du Heilige. Okay. Das reicht ja alles nicht hier. Und prügeln wir halt noch ein bisschen Stroh hier oben rein. Holla die Wald, wie ist das kostenintensiv, das Gebäude? Ja,
Da wird es langsam mal echt Zeit, dass ich jemanden mit ins Dorf hole. Also, zuallererst die Frau, klar. Und dann helfende Hände, also weitere helfende Hände. Soweit ich weiß, kann die Frau ja auch arbeiten. Aber natürlich ist ihr erster Job Frau. Klingt komisch, ist es aber auch. Also, das war halt eine Dynastie gründen, meine ich in dem Fall. Und dass wir uns lieb haben, uns niemand streiten oder wütend ins Bett gehen und so weiter, ne? Oh, oh. Ich habe sogar zu wenig Stöcker und nicht Stroh. Obwohl, nee, ich glaube, jetzt brauche ich keine Stöcker mehr. Jetzt sind es ja in Anführungsstrichen nur noch die Holzstämme. Hey, okay. Aber es ist spät. Ja, es ist spät, es ist dunkel. Essen muss er auch noch was. Mit dem dunklen Bäume fällen ist jetzt nicht so der Renner, ne? Mach mal hier ein bisschen heller, bitte. Danke. So. Nehme ich mal alle 10 gebratene Fleischstücke hier raus. Alle aufgebraucht. Wow. Na gut, schlafen legen. Gibt's Nächte. Das müsste jetzt schon Tag 3 sein, wa? Ui. Und so gut wie nichts geschafft gefühlt. Heieiei. Ich dachte gerade, hier wächst ein Baum durch, aber das ist so gewollt. Okay. Alles klar. Die gibst du mir mal her. Dann braten wir mal eben noch die 6 Fleische durch. Vielleicht lerne ich dabei jetzt auch wieder ein bisschen was fürs Jagen. Was ja praktisch wäre. Weil, wie gesagt, jagen muss ich diese Jahreszeit auf jeden Fall noch relativ viel. Weil ich denke mal, im Winter werde ich richtig schlechte Chancen haben mit der Jagd. Also, dass da noch weniger Tiere umherlaufen, wäre einfach nur logisch, wie ich finde. Aber ob denn hier auch so die Logik vertreten ist, sehen wir ja dann. Und bitte, bitte, bitte nicht verraten, falls ihr es schon wisst. So, Schaufel auf der 2. Yo. Nervöser Finger. Entschuldigung. Ich hätte so gelacht, wenn er jetzt eine Sense aus dem Boden ausgräbt. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich random Schätze finden? Das könnt ihr mir gerne mal sagen, wenn ihr es wisst. Also, dass ich hier irgendwo zufällig grabe und dabei auch wirklich was rausziehe aus dem Boden. Fände ich ja witzig. Na gut, Würmer könnte ich mir vorstellen als Angelköder. So, da waren erstmal wieder 5. Die Kiefern hier, die kann eigentlich der Holzschuppen dann da hinten erledigen. Vorausgesetzt, der kommt soweit, das weiß ich gar nicht. Kümmere ich mich mal erstmal hier um das Ahorn. Kommt halt mehr Holz bei rum. Ich glaube, 4 Stämme sind es pro Baum. Bei den anderen sind es dann halt weniger. Oder 5 sogar? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal eben. Echt jetzt? So. 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich. Nee, doch nicht. 4. 4, 5, wenn ich den Stumpf mitrechne, ne? Noch nicht überladen? Okay. Dann kramen wir den hier noch aus. Jetzt ist er überladen, okay. Prügeln wir die hier noch rein. Werde ich noch einen holen müssen, denke ich mal. Obwohl mir einfällt, ich könnte hier einfach auch zwischen diesen Wegen die Obstbäume setzen, ich Idiot. Ja, okay, gut. Wenn hier kein Weg nach oben ist, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du da nicht hochkommst. Ach, mit Leiter? Okay. Hier noch ein. Da noch ein. Dann hier. Dann da. Und da. Ha. Habe ich es doch befürchtet. Ja gut, ein Baum noch. Ein Baum muss es noch sein. Gehe ich jetzt ein bisschen weiter weg. Da kann ich nämlich die Fläche, die hier frei wird, auch wieder für etwas nutzen. Für was weiß ich noch nicht. Vielleicht werden es Felder. Mal schauen. Obwohl ich befürchte, dass die Scheune dann zu weit weg ist. Oder ich müsste eine zweite Scheune setzen, wenn ich es mir leisten kann. Aber irgendwann bin ich ja auch begrenzt. Von der Gebäudeanzahl her. Und pro Gebäude zahle ich auch wieder Steuern.
So, so. Dann buddeln wir hier noch einmal aus. Und ein Bärchen. Und die 5 sollten doch jetzt hoffentlich reichen. Dann haben wir aber wenigstens schon mal fast alle Gebäude gebaut, die die Quest erfordern. Hey, so. Allihop. Allihop. Und hier noch ein und da noch ein. Yay! Fertig. Wunderbar. Was kann ich hier drin herstellen? Nichts, ne? Das ist wirklich nur Lager. Mit 1000 Kilo! Nice! Dann ist das jetzt auch Materiallager. So. Holen wir noch die anderen Materialien. Kriege ich hier endlich mal ein bisschen mehr Ordnung rein? Oh, Vogel tot. Armer Vogel. Jetzt habe ich keine Stöcker bei, um den wieder aufzustellen, oder? Oh, es kostet gar keine Stöcker mehr. War das nicht mehr früher so? Oder habe ich mich da falsch erinnert? Oh, natürlich trage ich jetzt wieder zu viel. Der Ton hat es wieder rausgerissen, ne? Wie viel wiegt das hier gerade? Das wiegt auch ausreichend viel, dass ich es mal ablegen kann. Um nicht mehr so hart überladen zu sein. Dann hat er auch schon wieder Durst. Ach Mensch. Und jagen müssen wir auch noch. Ach Mensch. Und ich muss mich noch auf den Stream vorbereiten. Ach Doppelmensch. Aber das schaffen wir alles noch. Jetzt bloß keine Hektik, sonst wird es eh nichts. Da, die Steine auf jeden Fall. Der Ton, den ich ja schon mitgenommen hatte. Gut, holen wir noch schnell das Kupfererz, was ich ja gefunden hatte. Das wird dann da erstmal, ja, korrigieren. Bis ich eine eigene Mine habe oder schon mal irgendwo an der Mine arbeiten war. Aber ist dann halt so. Und hier gibt es echt keine Werkbank nochmal zusätzlich, ja? Nee. Autosave. Nett von dir, danke. Ich vergesse es manchmal tatsächlich. So. Gut. Werkzeuge umschichten. Vorher was trinken. Nee, bitte lass mich nur was trinken. Ich will jetzt keinen Ried sammeln. Och, Manu. Hüp, hüp. Ja, da war's doch. Bitte. Aha. So, danke. Gut. Nun ist er sitt. Schmeiße ich hier mal eben noch schnell die Werkzeuge rein. Nee. Ich bin irgendwie rübergerutscht ins falsche Inventar. Die Axt kann weg. Fackeln. Warum trage ich eigentlich mal beide mit mir rum? Keine Ahnung. Na gut, die eine ist eh fast aufgebraucht. Alles klar. Das Fleisch lege ich auch noch hier rein. Löwenzahn, falls ich rennen muss. Man weiß ja nie, wem ich da jetzt noch begegne. Was oder wem? Sagen wir es eher so. Wie spät ist das überhaupt? Alles klar. Wir haben noch schön viel Zeit. Okay, nur den Vormittag jetzt verbracht hier. Aua. Nur den Vormittag verbracht. Das heißt, wir haben noch schön viel Zeit. Noch schön viel zu jagen. Fehlt übrigens wieder ein Pfeil, ne? Hm. Aber ist nicht schlimm. Wupp. Ausrüsten wäre auch noch praktisch, habe ich mir sagen lassen. Kann ich den nicht eigentlich auch hier irgendwo reinziehen? Geht. Gut. Dann geht das los. Ja, da kann ich auch eigentlich versuchen, Pilze zu verkaufen, solange ich halt noch nicht so weit bin, dass ich die verkochen kann. Na, Freundchen, du würdest doch jetzt nicht abhauen? War auf jeden Fall ein Treffer. Ich sprinte hinterher und sammle erstmal schnell mein Pfeil auf. Und dann kriegt er noch einen Schuss von mir. Dein Ernst? Ach, da bist du. Okay, danke. Das warst doch du, oder? Wenn der Pfeil noch stecken würde, könnte ich dich ja unterscheiden. Was war daneben? Wie geht das? Geht doch. So. Der ist diesmal nicht weggerollt. Okay, und der? Steckt noch, wa? Ja, beruhig dich. Bist ja nicht ganz alleine. Da sind noch ein paar andere. Und wenn nicht jetzt, dann in ein paar Minuten bestimmt wieder. Na gut. Jetzt zerlegen wir die Hirschkuh. Und natürlich tut's mir leid.
Aber es muss halt sein. Waren nur 3 Leder. Ein Hirschkopf haben wir bekommen. Der erste Hirschkopf. Eine seltene Jagdbeute. Kann als Wanddekoration verwendet werden. Preis 10 nur? Boah. Ein bisschen mehr von erhofft. Ach, weißt du was? Wenn du schon so frech zu mir warst. Brauchst ja nicht abzuhauen, du. Ach, warte, mein Pfeil. Ach, diesmal ist er stecken geblieben, ja? So ein Steckschuss wäre schon ganz gut für mich, weil dann blutet das Tier dauerhaft. Ja, hat er einen Haken geschlagen? Mist, das war daneben. Wir sehen uns gleich wieder, Freundchen. Werde nur noch meinen Pfeil aufsammeln. Der ist auf jeden Fall in die Richtung geflüchtet. Ne, gib her. Ah ja, da hinterm Baum steht er. Bisschen schleichen. Was? Ach Mist. Komm schon. Was? Ach Mann. Dann war es vielleicht gar nicht der gleiche. Manu. So, aber du bist es jetzt, oder? Einer von den beiden, den ich schon angeschossen habe, bist du doch jetzt. Komm, Headshot. Geht doch. Okay, war der Hals, aber war ein Treffer. Hab ich viele Pfeile verloren heute. Apropos, du bleibst hier, Freundchen. So. Okay, es sind aber schon mal wieder mehrere Ledersäcke jetzt drin. Oder kleine Säckchen. Und ordentlich Fleisch. Na gut, das könnte ich auch zur Not mal verkaufen. Wenigstens ein Teil davon. Bretter kann ich mir außerdem herstellen, klar. Kann ich da in Zukunft auch sauber hingehen oder wenigstens hier, und, hier drinne sauber unterwegs sein? Ich wollte gucken, wie viel Last hier reinpassen. Nur 50 Kilo? Das ist aber sehr wenig. Es sind ja nicht mal 5 Baumstämme. Okay. Na gut. Komm, ein Tier muss es noch. Der Große. Steckschuss. Kein Treffer. Pfeil ist aber auch verschwunden, okay. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch der Blutspur zu folgen. Oh ja, der blutet ordentlich. Der müsste auch eigentlich dann irgendwann verblutet sein und liegen bleiben. Hallo Vogel. Komm, ich will dich erlösen. Halt still. Hat er echt noch einen Haken geschlagen? Yo, Treffer! Ist der stecken geblieben? Tatsache, 2 Steckschüsse. Wow. Ah, jetzt ist er schon langsamer. Jetzt wird er schon langsamer, aber ich auch. Oh, der war daneben. Da liegt er. Er ist verblutet. Ach, da blutet einem echt noch das Herz mit, oder? So, erst die Pfeile. Ah, ich habe wieder welche verloren unterwegs. Na gut. Muss ich mir halt wieder selber welche herstellen. Kann ich ja mittlerweile. Immerhin. Ja, das gilt auch. Oh. Steinmesser kaputt. Alles klar. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Achso, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Wenn man die Hand von der Tastatur nimmt zwischenzeitlich. Dann ist man auf jeden Fall selber schuld. Stein. So. Dann stelle ich mir einfach noch mal ein paar weitere Steinpfeile her und kann auch zur Not davon noch welche verkaufen. Ist doch eigentlich mal die Idee. Und das Fleisch braten wir vorher noch schon durch, damit ich daraus auch schön was an Erfahrungspunkten bekomme beim Kochen, damit wir die Pilzsuppe irgendwann noch kochen können. Ist doch eigentlich mal die Idee. Na, nimmst du die noch auf? Hast du. Ja, Bami, jetzt lauf lieber weg, du. Weil ich möchte jetzt nicht noch mehr töten. Ich will den Stein, bitte. Bitte. Danke. Okay. Noch
noch ein, zwei Steinchen mit aufgesammelten Stöcker. Dann kann ich mir daraus auf jeden Fall neue Munition machen. Stelle ich auch gleich noch die Ledersäckchen her. Ich habe noch Leder in der Jagdhütte drin liegen, oder? Ja, da müssten noch drei Leder liegen. Kriegen wir die jetzt auch noch verwurstet? Ha, genau. So, den Bogen kannst du erstmal wegstecken. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Alles klar. Da bekomme ich erstmal noch einen Follower-Alert von Twitch, während ich aufnehme. Das ist jetzt ein bisschen gruselig, wenn ich nicht live bin und da kommen auf einmal Alerts. Ich bin auch nicht live, oder? Nein, bin ich nicht. Gut. Was fehlt mir? Federn. Logisch. Haben wir ja ein paar, ne? Ich hätte nicht wenig, was wir da jetzt haben, so, ne? Alle. Ich darf nur zwei herstellen. Moment. Achso, ihr macht mir aber immer mehrere Sätze draus, oder? Okay. Doch, doch, ich glaube, es waren immer 10 Pfeile, die er herstellt. Jo, damit du nochmal. Jo. Habe ich jetzt wieder 33, das heißt, ich könnte 15 verkaufen? Oder auch mehr? Hat er nicht gerade gezeigt, ich hätte... Achso, man muss sie wieder zusammenstecken, natürlich. So. Ja, dann kann ich einen Teil davon verkaufen. Warum nicht? Falsch gedrückt. Ledersäckchen. Mehrere. Alle. 4 Stück. Okay. Drüben habe ich ja noch welche für meinen Dünger und Saatzeugs. Da müssten noch 2 oder 3 liegen in der Scheune. Die lasse ich da auch liegen. Erstmal für die eigene Verwendung, würde ich sagen. Aber gut, dann habe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen was, um Geld zu machen. Das heißt, in der nächsten Folge, ihr Lieben, sehen wir uns wieder drüben im Dorf. Und dann quatschen wir nochmal mit Balduina. Und hoffentlich will sie diesmal auch unsere Frau werden. Dann nutze ich jetzt einfach den Rest des Tages. Könnte ich noch ein bisschen hacken hier? Oder wir gehen einfach direkt rüber. Ich gehe einfach direkt rüber. Dann kann ich noch den 4. Herbsttag, kann ich noch ein bisschen hacken. Und dann kommt ja schon der Winter. Aber Lieben, das sehen wir alles erst in den nächsten Folgen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!